Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind immer noch am Deku-Palast, haben im letzten Part eine Wundererbse gepflanzt und sind jetzt oberhalb dieses Palastes. Und da müssen wir nämlich auch lang, denn wir müssen nämlich zu diesem gefangenen Affen. Und da müssen wir ja irgendwie hinkommen. Man hätte jetzt theoretischerweise auch durch den Hof laufen können, aber man wäre bloß bei, wo wären wir denn rausgekommen? Wir wären bei diesem Erbsenmann rausgekommen, der aber ein bisschen umständlich zu erreichen ist, wenn man erst durch den Innenhof geht. Deswegen ist dieser Weg eigentlich der beste und Paya, lass mich einfach in Ruhe. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will jetzt nicht mit dir reden und auch nicht mit dir kämpfen. So, perfekt, perfekt. Okay, jetzt müssen wir natürlich darüber, wo dieser Deku gerade war. Denn da ist die nächste Blume, die uns weiter nach vorne bringt. Und ich sage mal so, es dauert jetzt ein bisschen länger, bis wir angekommen sind an der Stelle, wo wir eigentlich wollen. Denn wir müssen einmal komplett außen rum. Und ich glaube, es wird mir öfter passieren, dass ich mindestens einmal runterfliege. Also mindestens. Wenn nicht sogar noch öfter. So, da hinten gibt es nochmal einen Deku. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen, weil ansonsten müssen wir alles nochmal von vorne machen. So, und bam. Weg mit dir. Perfekt. Perfekt. Ich glaube, aber der war noch gar nicht der Schlimmste. Ich glaube, da gibt es noch einen, der ist noch viel schlimmer zu treffen. Deswegen war der jetzt nicht so schlimm. Aber ich hoffe, ich packe das auch jetzt alles im First Try. Was mir allerdings bisher noch nie gelungen ist. Das muss man natürlich auch mal sagen, ja? Ich bin auch nicht so perfekt, wie ich immer tue. Ja gut, wobei, ich tue ja nicht perfekt. Ich tue ja nicht perfekt. Also mir passieren schon wirklich sehr, sehr seltsame Sachen in einem Spiel. Und deswegen, ja, ich sehe das eigentlich ganz entspannt. Und jetzt kommen wir zum Glück endlich in die zweite Hälfte. Also hier ist die zweite Hälfte von diesem Abschnitt. So, den hätten wir bewältigt. Und ich glaube, den kann ich nicht treffen, wenn ich hier drauf stehe, oder? Ich muss mal versuchen, ob das geht. Wir wollen nämlich den hier treffen. Aber ich glaube, so kann ich den gar nicht bezwingen. Nee, ich muss jetzt zuvor erst auf die eine drauf. Oh mein Gott, das wird was. Habe ich eigentlich noch Dekonüsse? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Habe ich Dekonüsse? Ja, hätte ich. Okay, dann tue ich die mal hier drauf. Weil eventuell werde ich das dann, glaube ich, anders machen. Weil ich glaube, so treffe ich ihn nicht. So kann ich ihn nicht treffen. Aber mit der Dekonuss müsste ich das hinkriegen. Oh mein Gott, stirb. Dankeschön. Gott sei Dank. Okay, so klappt's. So klappt's. Also, man lernt auch aus seinen Fehlern. Denn das habe ich zuvor nie gemacht. Was mir eigentlich echt schleierhaft ist. Obwohl die Lösung eigentlich so klar ist. Und dann somit hätten wir es auch fast im First Try geschafft. Jetzt müssen wir nur noch da oben hin. Und wenn wir das gepackt haben, dann haben wir es zum Affen geschafft. Und dann können wir auch endlich das finden, was wir eigentlich finden wollen. So, wir sind da. Sehr schön. Einmal außenrum. Und jetzt sind wir wieder im Thronsaal, aber beim Affen drinne. Ja, das ist nämlich ganz, ganz toll, was die hier gemacht haben. So, dann reden wir mal mit dem. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut, was ihr mir tun wollt. So, ich glaube, ich muss mich zurückverwandeln, weil ansonsten redet er nicht gescheit mit mir. Oh du, wie kommst du hierher? Psst. Wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Mein Bruder hat dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. Okay. Dann haben wir jetzt mal ein ganz klares Aufgabenziel. Nämlich das Seil zu zerschneiden. Und ich glaube, das war auch gar nicht so einfach. Man musste nämlich auch im richtigen Moment runterspringen und sein Schwert zücken. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Hm, das hat keinen Sinn. Warte. Hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument wäre jetzt von großem Nutzen. Wenn du eines hast, dann zeig es mir. Okay, ein lautes Instrument. Wir haben natürlich eine Ocarina als Link, aber als kleiner Deku haben wir ein großes Instrument. Oh, genau. Dieses Instrument hatte auch die Prinzessin. Deku-Pfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du? Oh Mann, das fragt er jetzt in dem Moment. Oh Gott, der Deku-König hat uns gesehen. Huch. Das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwald-Tempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deku-König glaubt, ich sei der Übeltäter. Daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du, was ich... Verstehst du mein Anliegen? Ja, natürlich, komm. Also so blöd bin ich jetzt auch wieder nicht. Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Eigentlich nicht. Ich will nicht.
Sehr gut. Lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie leise vor. Hör gut zu. Na dann, hören wir uns doch einfach mal diese schöne Melodie an. Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall eine sehr schöne Melodie. Also wenn wir sie nachspielen, klingt sie, glaube ich, besser. Dann machen wir das doch mal. Okay, perfekt. Beim ersten Versuch gleich perfekt nachgespielt. Kommt ja auch nicht so oft vor, dass ich das schaffe. Aber hier war das kein Problem. Es sind ja nur 4 verschiedene Noten. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Die Sonate des Erwachens ist, glaube ich, ja, im Laufe des Spiels wichtig. Wenn ich mich nicht täusche, aber ich glaube, das Lied der Befreiung ist noch wichtiger, aber das kennen wir ja zum Glück schon. Und genau deswegen müssen wir erst zu dem Affen, weil ansonsten kommen wir auch nicht zum Dämmerwald-Tempel und das würde uns ja rein gar nichts bringen, wenn wir da jetzt einfach hingehen würden. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie erweckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Nein, lass sie doch in Ruhe, der hat doch gar nichts gemacht. Oh mein Gott, wieso packen die mich jetzt? Ich glaube, die schmeißen mich raus. Nimm den Weg, welchen das Dekovolk benutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Ja gut, dann hatten wir ja schon mal wieder ein neues Ziel auf Lager. So, wie viele Flaschen haben wir denn eigentlich? Wir haben eine Flasche. Und ich werde, glaube ich, in dem nächsten Verlauf des LPs mal die ganzen Flaschen versuchen einzusammeln, weil wir brauchen zum, ja, gegen Ende hin brauchen wir eigentlich sehr viele davon. Deswegen wäre das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das einfach mal zusammen machen würden. Weil es gibt nämlich sehr, sehr viele Flaschen und damit sind auch ein paar Sidequests verbunden. Aber zunächst gehen wir erstmal hier lang, denn da geht's zum Dämmerwald-Tempel. Genau, Weg zum Dämmerwald-Tempel nur für Dekus. Ich bin ein Deku, wir sind ein Deku, deswegen können wir da auch einfach ganz lockerlässig hoch und bahnen uns den Weg nach vorne. So, und da geht's auch schon los. Da geht's auch schon los. Feinde über Feinde. Oh mein Gott. Taya, was ist denn schon wieder? Ja, der Weg ist ein bisschen beschwerlich, denn wir müssen bis hierhin vordringen, dass wir den Dämmerwald-Tempel erreichen. So, stirb. Perfekt. Kann ich den anderen noch erwischen? Ich glaube ja. So, stirb. Perfekt. Alles klar. 2 Gegner ausgeschaltet. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt. Da unten gäbe es noch das Haus der Skulltulas, der Goldenen. Aber das können wir leider noch nicht machen. Beziehungsweise wir könnten schon. Aber das wird uns nichts bringen. Da wir nicht alle 24 oder 25 Skulltulas einsammeln können. Somit wäre es eigentlich hinfällig. Deswegen machen wir das erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich es nicht vergesse. Ich hoffe nicht, weil es gibt in jedem Bezirk gibt es eines dieser Häuser der Skulltulas. Und ich glaube, somit kann ich das eigentlich nicht vergessen. So, wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier hin. Ja, man sieht schon, der Weg ist ein bisschen beschwerlich. Also man muss sich schon wirklich extrem beeilen, dass man auch ja nicht runterplumpst. Weil ich glaube, wenn man in dieses giftige Wasser fliegt, dann passiert einem was ganz Schreckliches. So, perfekt. Wir hätten es mal bis hierhin geschafft. Hier können wir nochmal speichern. Und dann geht's auf zum Dämmerwald-Tempel. Der erste Tempel übrigens von 4 in Majora's Mask. Und was soll ich über den Tempel sagen? Ich finde ihn eigentlich ganz okay. Also für den ersten Tempel ist er wirklich in Ordnung. Kann man jetzt absolut nicht meckern. Aber bevor wir vor allem in den ersten Tempel rein können, können wir uns hier noch ein paar Goodies schnappen. Weil hier gibt es ja nämlich noch ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Und ich glaube, das werden wir auch erst alles machen. Und ein roter Rubin, okay. Bringt mir jetzt eigentlich sehr wenig, weil mein Beutel voll ist. Dazu müsste ich jetzt eigentlich mal zurückkehren nach Unruhstadt und die einzahlen. Dann wäre das ja gar nicht so schlimm. Dann könnten wir nämlich den großen Beutel holen. Oh Gott, der lebt noch? Okay, also 2 Treffer. 2 Treffer, dann ist er erst erledigt. Alles klar, mein Friend. Alles klar. So, da hinten wäre, glaube ich, die große Fee. Die ist aber noch nicht vollständig. Was auch irgendwo klar ist. Denn, ja. So, und stirb. Dankeschön. Okay, aber wir könnten trotzdem mal rüberfliegen. Denn die gibt uns bestimmt natürlich noch hilfreiche Tipps, glaube ich. Beziehungsweise sie sagt uns eh erstmal, dass wir sie suchen sollen. Weil die nächsten großen Feen sind alle in den Tempeln verteilt. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit in den ganzen Dungeons. Dass man die ganzen Feen findet. Weil ich glaube, es sind 10 Stück oder so.
Junger Freund, bitte höre mein Flehen. Finde die verirrten Feen, die im Bauch des Temmerwald-Tempels gefangen sind. Bring sie hierher zurück. Okay, werden wir natürlich machen. In der Hoffnung, wir kriegen natürlich alle. Mir ist schon oft passiert, dass ich ein oder zwei vergessen habe und dann letzten Endes doch wieder in den Dämmerwald-Tempel zurück musste. Denn wenn wir die große Fee natürlich wieder zusammenfügen, gibt sie uns natürlich wieder was Schönes. Ist ja logisch. So, kann ich jetzt den so erwischen? Ja, eigentlich ja. Weil er erwischt mich nicht, aber ich müsste ihn treffen. Ja, geschafft. Geschafft, okay. Das wäre doch schon mal ein hervorragender Punkt gewesen. Hier können wir uns auch nachher ein bisschen umschauen, wenn das Gift mal weg ist. Dann können wir uns eigentlich auch mal ein bisschen im Wasser umsehen. Aber bis es mal soweit ist, machen wir einfach das hier weiter. Oh Gott, stirb jetzt. Stirb. Stirb. Bam. Okay. So, da hinten gibt es noch die Truhe. Sollte ich die öffnen oder nicht? Ich glaube aber jetzt noch nicht. Weil ansonsten komme ich nicht mehr zurück. Und das wäre fatal. Wenn das nicht das Zeichen der Dekus ist. Ich frage mich, ob sie hier ihren Göttern gehuldigt haben. Nee, haben sie nicht. Oh, da ist eine verirrte Fee. Beziehungsweise eine Fee. Zum Heilen. Die uns aber, ja, zum jetzigen Standpunkt noch gar nichts bringt. Ja, oder eigentlich schon, eigentlich schon. Okay, aber ich werde sowieso die Zeit eher sowieso erstmal zurückdrehen müssen. Weil bevor wir in den Dungeon gehen, müssen wir leider die Zeit zurückdrehen. Weil ansonsten die Zeit viel zu knapp ist. Aber das werden wir dann gleich mal machen. So, wo ist denn die Sonate des Erwachens? Die ist hier. Okay. Bam, 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 bam. Okay, gut. Die Sonate des Erwachens. Dann schauen wir noch mal, was sich tun wird, wenn wir das spielen. Oh, es bebt. Es bebt. Im Dämmerwald. Kommt jetzt der Tempel zum Vorschein? Ja, er ist es. Da ist der Tempel. Der glorreiche erste Tempel in Majora's Mask. Und ich finde, er sieht irgendwie cool aus, oder? Er sieht irgendwie cool aus, der hat was. Aber ich glaube, wenn ich die Zeit zurückdrehe, dann muss ich dieses Spiel noch, muss ich dieses Lied nochmal spielen. Aber ist alles kein Problem. Wir setzen jetzt erstmal das Lied der Schwingen ein. Dass wir ganz schnell zurückkommen nach Unruhstadt. Und dann können wir uns hier wieder hin teleportieren. Und deswegen war es eigentlich wichtig, dass wir zunächst den Punkt auslösen. Also die Eulenstatue auslösen. Dass wir uns einfach wieder hin teleportieren können. Weil ansonsten wäre es ja zwecklos, kann man ja fast sagen. Und ich glaube, die Challenge mit den Dekus mache ich auch noch, also mit der Landurkunde und der Mondträne und allem. Aber erst, wenn wir alle Bezirke freigeschaltet haben, ansonsten bringt es uns davor nichts. So, dann legen wir mal die 99 ab, damit wir auch endlich mal einen großen Beutel bekommen. Rubine einzahlen, ja. Dankeschön, 99 Stück. Oh, du hast bereits 200 Rubine gespart. Nun denn, kleiner Mann, hier hast du, wie versprochen, die versprochene Prämie. Und es ist eine große Geldbörse. Ist nur für Erwachsene, du kannst 200 Rubine tragen. Stammkunde der Bank Nummer 1. Okay. Die Challenge ist aber noch nicht geschafft. Dieser Beutel ist wesentlich geräumiger als dein Alter. Fülle ihn und bring seinen Inhalt wieder zu mir. Werde ich tun, werde ich tun. Okay, dann hätten wir das gemacht. Dann können wir noch kurz speichern und dann können wir auch schon die Zeit wieder zurückdrehen. Oh, Moment, Moment, Moment. Habe ich eigentlich ein Bild geschossen? Ich glaube ja, aber dafür gibt es noch ein Herzteil, glaube ich. Ach, somit müssen wir erst wieder zurück. Schade. Schade, ich wollte jetzt eigentlich das Ganze schon machen. Aber wir müssen erst wieder zurück, stimmt. Wir müssen erst zurück und ihm das Bild zeigen. Ich glaube, dadurch gibt es ein Herzteil. Deswegen fliegen wir nochmal in die Sümpfe. In die Sümpfe des Vergessens. Genau da wollte ich hin. Und lösen erstmal die Challenge, bevor ich jetzt wieder mein Bild da wegtue. Dann muss ich wieder ein Bild machen vom Deko-König und das wäre eigentlich doppelt gemoppelt, wenn ich schon das Bild in meiner Hand habe. Ja, ich hab's ja schon einmal ausgelöst. Warum sollte ich es dann nochmal machen? Da wäre ich ja doof. Da wäre ich ja richtig bescheuert. Und wie man den Typen da drüben erledigt bekommt, also den großen Gegner, einfach mit dem Boot bis zum Ende fahren. Und dann funktioniert das auch. Dann funktioniert es. So, soll ich die Maske abziehen? Ja. Ich ziehe sie mal ab. So. Und hast du ein gutes Bild geschossen? Ja, habe ich. Und genau das, was du haben willst. Nämlich ein Bild des Deko-Königs. Oh, 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 der König. Wie beeindruckend. Nur Deko-Kerle dürfen den Palast betreten. Wie hast du dieses Bild machen können? Ein wahrlich hervorragendes Porträt. Für diesen raren Schnappschuss bekommst du den großen Preis. Und das ist ein Herzteil. Die vier Einzelteile fügen sich zu einem neuen Herzcontainer zusammen. Deine Energieleiste wurde erweitert.
Ich freue mich schon auf dein nächstes Bild. Cool, dann hätten wir das schon mal geschafft.